goldener Hahn auf linkem und goldener Hahn auf rechtem Fuß in Phasen. Ausgangsposition ist die tiefe Schlange. Eins, Gewicht ganz nach vorne, zugleich öffnende Drehung nach Westen. Knie bewegt sich zum Ellenbogen hin. Am Ende willst du also so eine Art Aufrichtung haben und nicht so eine, wo das Knie zum Ellenbogen gegangen ist. Zugleich hast du diese Hand, die stehend neben dir ist und der ganzen Bewegung den Halt gibt. Bauch locker. Das war jetzt der goldene Hahn auf linkem Fuß. Jetzt kommt goldener Hahn auf rechtem Fuß. Eins, Gewicht. Nur berühren, nicht in den Schritt reinfallen. Dann zwei, Gewicht zurück. Die Arme längen sich. Drei, schließende Drehung. Und schließlich vier, der Körper wendet sich wieder nach vorne. Und dieselbe Bewegung jetzt auf dem rechten Bein, die wir zuvor auf dem linken hatten. Das heißt, Knie bewegt sich zum Ellenbogen hin. Und die rechte Hand verbunden mit deinem Dantien und mit der Erde.